Was geht ab? Was geht ab? Hallo, herzlich willkommen zurück, liebe Schoncoole-Community! Hallo! Hallo! Ich begrüße euch zu einem neuen World of Warcraft-Video zum Thema Goldmaking und Goldwertschöpfung. Diesmal Schwerpunkt Interface und Trade Skill Master Add-on. Ich wollte schon Monster sagen, aber Add-on. Aber vorher möchte ich mich einmal bedanken und ich werde zu Beginn dieses YouTube-Videos die obligatorische Werbesekunde oder die Werbesekunden entfernen, denn im Prinzip mache ich das gerade manuell und das mit vollem Bewusstsein und auch ganz ehrlich, denn bevor alle Sellout und Stopp und Moment schreien, Leute, möchte ich mich einmal bedanken bei Bestware alias Schenker Systems, da habe ich meinen zweiten PC bestellt, ihr erinnert euch, im November in der Vorweihnachtszeit brauchte ich mal ein neues High-End Gaming Monster System und letzte Woche habe ich eine Mail bekommen. Und hieß es, sehr geehrter Herr, schon cool. Wir haben festgestellt in unserem Shop-System, oh, da gab es eine Fehlberechnung. Wir brauchen bitte Ihre Bankverbindung. Wir erstatten Ihnen das Geld zurück. Und dachte ich erst, Moment, halt. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und das war eine hohe dreistellige Summe. Und das hat geklappt. Geldeingang ist vonstatten gegangen. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken bei dem Schenk- und Bestware-Team. Finde ich sehr kulant. Denn Pacta sunt servanda, ja, Verträge sind einzuhalten und dem Grunde nach war man dazu gar nicht verpflichtet, wären sie nicht verpflichtet gewesen. Aber ich fand das sehr kulant, darauf hinzuweisen, denn mir wäre es so nicht aufgefallen. Ja, ich dachte, das war jetzt die absolute Hochpreisphase, jedes Item High-End. Aber von daher finde ich das klasse, insofern ist mein Crystal 57X-System noch ein bisschen günstiger geworden und das war ein spätes Weihnachtsgeschenk, freue ich mich sehr drüber. Und ja, liebes Bestware-Team an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Und bitte nicht wundern, ja, oder enttäuscht sein, dass ich nur in Klammern World of Warcraft spiele auf diesem Gaming-Monster. Ich habe natürlich etwas schon gespielt wie Battlefield 5 mit Raytracing und ich habe Forza Horizon 4 gespielt auf 27 Zoll bei maximalen Ultra-Aufstellungen und achtfachen Super-Sampling. Ganz großes Tennis, ja. Ich liebe diesen Spiele-PC jetzt schon auf jeden Fall, bedanke mich für den Support und und meine Frau auch. Meine Frau liebe ich auch. Also die auch natürlich, ne? Aber mein PC, oh, ein tolles Gerät. Nein, vielen Dank, ihr Lieben. Also ganz ehrlich, fände ich sehr stark und habe ich in 22 Jahren noch nicht erlebt, die ich Online-Systeme bestellt habe. Das als Prolog, ihr Lieben. Jetzt möchte ich mit euch einsteigen in das Thema World of Warcraft. Und ihr erinnert euch, das letzte Video handelte ja von der Phase 0, ich nenne es mal 0a, zum Thema, wie starte ich denn, wie fange ich an, wie verdiene ich Gold als Gelegenheitsspieler, als Anfänger, als jemand, der zielgerichtet farmen möchte und ein bisschen Gold verdienen möchte. Und voll Entsetzen hatte ich festgestellt, ich bin jetzt schon über 200.000 Gold und ich habe das dokumentiert in unserem Discord-Server, in unserer Community mit Screenshots und habe dargestellt und gezeigt, wie ich zum Beispiel mit vor allem Geisterharmonie oder auch mit Saronitbarren und mit Obsidium-Erz richtig viel Gold gemacht habe. Wie habe ich das gemacht? Das zeige ich euch strukturiert und im Detail, in Ruhe beim nächsten Mal. Ich nenne das ja immer marktantizipiertes Farmen, das heißt, ich habe ganz genau geguckt, was braucht denn mein Server gerade, ja? Wo ist denn ein Mangel, ja? Wo gibt es viel zu wenig Supply, viel zu wenig Angebot, aber viel vielleicht Demand, ja? Viel Nachfrage, hoffen wir mal. Das hat geklappt, ehrlicherweise. Wie habe ich das hinbekommen? Natürlich auch durch viel Zeit. Man kann eine Urlaubswoche anders verbringen, aber ihr wisst ja, Spielzeit ist die wichtigste Ressource in der World of Warcraft. Sie generiert in-game Spielgold. Aber dass ihr das nachmachen könnt und wir das nachmachen könnt und was ich dafür genutzt und gemacht habe, und wie ich gefarmt habe, das zeige ich euch im nächsten Video. Ich fand es jetzt sinnvoller, parallel einmal einzusteigen in das Thema Trade Skill Master, weil ich jetzt auch wieder einsteige. Ich hatte bisher TSM nicht genutzt, weil es für die Art und Weise, wie ich auktioniert habe und auch Auktionshaus PvP durchgeführt habe und wie ich mich organisiert hatte, einfach TSM nicht gebraucht habe. Es war mir zu monolithisch, zu starr, es war mir zu unflexibel, es war mir im PvP, Auktionshaus PvP zu langsam. Allerdings, wenn wir über Glyphen sprechen, wenn wir über Transmog sprechen, kommt man nicht vorbei an dem Trade Skill Master. Und man kann das Beste aus allen Welten, finde ich, kombinieren. Also ich habe natürlich noch sowas wie Auction Master installiert. Aber ich finde, mit TSM 4 kann man jetzt eine ganze Menge machen. Ist wesentlich intuitiver, aber für viele von euch vielleicht immer noch so ein bisschen abschreckend. Ihr seid jetzt die Zielgruppe. Ja, ich schmeiße euch in das kalte Wasser, springe direkt mit euch rein. Und damit wir das jetzt aber gemeinsam machen können, bitte ich euch, und es geht nicht ohne, dass ihr auf die Trade Skill Master Seite geht, euch registriert, ihr braucht einen Account, anders funktioniert leider das Datenmanagement nicht.
dann installiert ihr bitte diese drei Elemente. Ihr braucht das TSM4-Add-on, ihr braucht den App-Helper und ihr braucht die Desktop-Applikation, diesen kleinen Service-Dienst, der im Hintergrund dann läuft. Ja, ihr installiert bitte diese beiden Ordner, kennt ihr in eurem Interface-Add-on-Ordner der World of Warcraft, eures World of Warcraft-Ordners auf eurem PC-System. Und danach müsstet ihr auch noch einmal bitte unter Realm Configuration, ja, das haben wir nochmal an der Stelle, achso, das war hier, ja, Bestware, vielen Dank, nochmal, geht ihr einmal auf Download TSM4, Download App Helper an dieser Stelle, jeweils einmal draufklicken und die TradeSkill Master App, die Sachen installieren. Unter App Configuration, Realm Selection, tragt ihr dann euren oder eure Server ein. Manche von euch sind auch auf mehreren Servern unterwegs. Ich habe natürlich Erida entsprechend genommen, auf dem bin ich jetzt gerade aktiv. Und dann drückt ihr jetzt die Pause-Taste und wenn ihr das gemacht habt, meldet ihr euch wieder. Ich gehe in der Zwischenzeit einkaufen und den Keller aufräumen. Bis gleich. Ja, nach der Zeit- und Uhrumstellung hier aus dem Mai 2009. Also nachdem ihr das gemacht habt, es geht leider nicht ohne, ihr Lieben, ich habe ein bisschen skizziert, was hier alles passiert, knall ich mit euch direkt einfach mal rein in das Add-on, um euch das ein bisschen zu zeigen. Ich habe hier mit meinem kleinen Schaman ein bisschen Bergbau betrieben, ich habe ein bisschen gekirschnert, ich habe also Leder, ich habe Erze, ich habe Barren, ich habe auch hier Rezepte gefunden und ich habe sogar drei Transmog-Sachen gefunden. Was ich euch jetzt dokumentieren möchte ist, wenn ihr jetzt einmal startet, TSM seht ihr bei Gruppen nur die Basisgruppe und bei den Operationen so ein paar Sachen und hier eine Default-Gruppe. Um das bildlich zu erklären, und ich finde, das macht es vielleicht wesentlich leichter, stellt euch doch einfach die Gruppen vor wie Umzugskartons oder wie Kartons, in die ihr bestimmte Sachen packt und hier dann beschriftet. Und wohin die Kartons kommen, mit der Beschriftung, was damit gemacht werden soll, das sind die Operationen. Vielleicht einfach nur mal bildlich. Und ihr erinnert euch ja, dass wir in unserer Community immer ein bisschen über Warenkorbmanagement sprechen und über eure Marktsegmente und über euer Portfolio. Und das Portfolio, euren großen Warenkorb, könnt ihr managen über die Gruppen und über die Operationen. Die Operationen sind letztendlich das Regelwerk, das angewendet wird auf die Gruppe. Und bei dem Konzept dieses Ganzen war ich mir jetzt unsicher, wie steigen wir denn ein? Mache ich jetzt einen großen, komplexen Vortrag oder denke ich mir nein? Wir nehmen jetzt die absoluten Anfänger und Einsteiger. Ich nehme euch jetzt an die Hand, ich lade euch ein, hier mitzumachen. Und wir gucken uns einfach mal an, was denn passiert, wenn ich TSM4 so komplett nackt installiert habe. Idealerweise auf Settings gehe, mir ein neues Profil einfach anlege, ich gebe dem einen Namen. Ihr könnt nachher später zwischen verschiedenen Profilen wechseln, je nachdem, auf welche Weise ihr was wie auktionieren möchtet und welche Funktion genutzt werden, kann das Sinn machen, sich da ein bisschen breiter aufzustellen. Das ist aber eure Logik, die ihr dahinter aufbaut. Das soll auf euch zugeschnitten sein. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit kopierten Operationen, kopierten Gruppen. Ich glaube, der Lerneffekt ist am größten, wenn man direkt einmal von sich aus dort einsteigt. Und das machen wir jetzt. Ich möchte euch nämlich mal zeigen, wenn ich mich auf meinen kleinen Bronti setze, bin ich jetzt hier ein bisschen abseits, habe ein bisschen Ruhe, springen wir in das Auktionshaus. Zum Tauschen? Aber es muss mindestens. Und jetzt sage ich einfach mal, das ist von, das könnt ihr mal vergessen, das war hier, als ich getestet hatte. Wir haben hier eine Basisgruppe und in dieser Basisgruppe ist schon direkt alles drin, was ihr nicht anders zugewiesen habt. Und da kann ich jetzt mal den Einstellungsscan starten. Denn hinter dieser Basisgruppe verbirgt sich diese Default Operation, also wirklich eine Grundfunktionalität, eine mathematische Berechnung, die ein durchaus sehr sicheres Fallnetz bietet, aber auch sehr generisch ist. Vielleicht entweder zu defensiv, kann man sagen, oder auch zu offensiv. Das ist wirklich eine individuelle Betrachtungsweise. Das schauen wir uns gleich mal in Ruhe an, ihr Lieben. So, also man könnte jetzt schon, an dieser Stelle, könnte man schon Break machen und sagen, wir gehen den Scan durch und dann kloppt ihr hier einfach ganz schnell auf die Einstellen-Taste und ihr seht dann hier die Preise und dafür stellt er die ganzen Sachen dann rein. Das wär's dann schon. TSM installieren, ja, alles was ihr hier drin habt, einmal scannen und mit der Grundoperation stellt er die rein. Die ist relativ sicher, relativ safe, kann man sagen. Kommen wir gleich noch mit dem Teil dazu. Und dann wär's das an dieser Stelle schon. Also hier wäre jetzt schon Lektion 0.1 durch. Ab hier könnt ihr für das Auktionieren und Verkaufen TSM4 benutzen. Wir wollen das aber ein bisschen individualisieren. Ein kleines bisschen, das möchte ich euch zeigen. Wir haben ja über Gruppen gesprochen. Ihr könnt das an dieser Stelle eine Klassikgruppe machen. Ich arbeite mich ja durch die Expansionen. Ach, Quatsch.
ich arbeite mich ja durch die Expansion hindurch. So, und sage, das ist jetzt hier Classic, da kommen jetzt alle Classic-Sachen rein. Dann habe ich ja Kupfer, Barren und Erze. Jetzt kann man sich überlegen, möchtet ihr jetzt für jedes Erz und jeden Barren für jedes Material eine eigene Gruppe machen? Das könnt ihr gerne tun. Ihr könnt das auch aggregieren und ich nenne das dann einfach nur Classic. Da kommt dann Kupfer und Silber und Gold und Eisen und Thorium und Echteisen und Silber hatte ich, glaube ich, schon. Zinn, Bronze. Habe ich noch was vergessen eigentlich? Ja gut, Arkanit noch, ne? Also fangen wir jetzt einfach an. Nehmen wir hier Barren. Ich nehme Erze. Dann habe ich ja noch Leder gequetscht, nicht wahr? Das nehmen wir jetzt auch nochmal. So, Transmog könnt ihr auch machen. Ihr könnt Classic-Transmog nehmen. Aufgrund der Einstellgebühren, dann habt ihr alle Sachen, die Classic sind, habt ihr in einer eigenen Gruppe. Das könnt ihr aber entscheiden. Ich möchte und mag auch gar keine Vorschläge machen, sondern ihr sollt das für euch aufbauen, dass ihr euch wohlfühlt. Guck, habe ich die Kamera laufen, dann hätte ich jetzt hier 10 Minuten schon umsonst gequatscht. Deswegen erstelle ich mir unterhalb der Basisgruppe jetzt einfach nochmal Transmog. Da kommt alles rein an Transmog, was ich haben möchte. So. Dahinter sind jetzt, wenn ich jetzt diese Gruppen durchscanne, wird sich bei der Preisgestaltung nichts tun. Warum? Weil hinter den Operationen der Beschriftung der Kartons steht einfach Default drauf. Und das heißt 24 Stunden, maximal 5 Items, einer Stapel. 100% ist der Gebotspreis, ein Kupfer unterboten und das ist die Formel. Und hier steigen schon ganz viele aus. Ihr Lieben, das können wir aber alles in Ruhe durchgehen. Ich möchte es nur nicht jetzt machen, weil ich an dieser Stelle immer finde, es wird zum Teil überhaupt nicht erklärt, es wird sehr schnell drüber hinweggegangen, es werden 3 Sätze dazu verloren. Mein Anspruch wäre, dass ich irgendwie vielleicht ganz kurz nachvollziehen kann, was denn da eigentlich passiert. Wir nehmen jetzt mal den Minimumpreis. So, Minimumpreis heißt, auch nur mal für das Verständnis, das ist mein Mindestpreis. Dann habe ich den Maximumpreis, bei dem ich sage, das ist wohl der rational maximale Wert. Wird da jemand mehr als 600-700% meiner Referenzdatenbasis nehmen? Und ich habe den Normalpreis, heißt, ich bin alleiniger Anbieter. Und das ist so ein bisschen irreführend, ne? Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob man den Normalpreis nicht über den Maximumpreis setzt. Wenn man, Andreas, was ist denn das für ein Blödsinn? Widerspricht sich doch, ja. Maximumpreis heißt dann an der Stelle, jemand stellt ein Item für einen Eisenbarren für 37.000 Gold rein, dass ich sage, ja, nö. Da kommt dann natürlich der Maximalpreis zum Tragen. Wenn aber kein anderer drin ist, dann nehme ich das natürlich nicht für 37.000 Gold, sondern sage, gut, das ist dann üblicherweise Eisenerz geht für 5 Gold, ja, nehme ich aber das 6-fache, ich stelle es dann halt für 30 rein, nehme ich halt 600%. Einfach mal gucken. Damit können wir uns aber in Ruhe nochmal befassen. Man muss das im Detail jetzt noch nicht durchdringen. Ich möchte euch nur die Mimik einmal nahebringen, dass klar ist, was passiert hier eigentlich. So. Dann schauen wir uns auch die Formel mal an, damit ihr einfach mal das mit Zahlen befüllt habt. Denn diese ganze Geschichte hier heißt eigentlich nichts anderes. Nimm den Maximalpreis und zwar aus 25% des Durchschnittspreises, sowohl einmal vom Crafting, das sind die Herstellungskosten, auf Basis der Materialpreise, DB Market. Ja, das ist der klassische lokale Auktionshaus-Datenbankwert. Das ist ein Wert aus 14 Tagen mit einer ganz speziellen Gewichtung. Den Berechnungsfaktor können wir uns in Ruhe nochmal angucken. Ist kein Median, ganz wichtig, ist also wirklich kein mathematischer Mittelwert. Aber man versucht da diese Outliner, also die Ausreißer, zu eliminieren, damit es seriös ist und nicht so einfach manipuliert werden kann. Kann natürlich trotzdem manipuliert werden, aber man nimmt hier schon mal die ganz absurden Preisgestaltungen, werden schon mal ausgeklammert. Also merkt euch 14 Tage plus für heute als Orientierungswert, ist aber ein relativ kurzer Betrachtungszeitraum. Ist jetzt aber alles noch nicht wichtig. Ich finde, an diesen Stellen ist es schon immer too much. Tatsächlich nur die Grundformel jetzt nochmal zu Ende. Durchschnittswert der regionalen Auktionsdatenbasis, das heißt alle EU-Server, ne? Alle deutschen, französischen und so weiter und so fort. Oder, das ist hier dieses Komma, das ist jetzt der Abschnitt, das 1,5-fache des Verkaufspreises an den NPC. So, damit das jetzt mal Leben bekommt, habe ich jetzt mal willkürlich Zahlen eingefüllt. Dann habe gesagt, der Crafting-Wert dieses Gegenstands sind 1230 Gold. Der Durchschnittswert der letzten 14 Tage auf meinem Server auf Erida sind 1723 Gold. Während EU-weit das Ding für 1000 Gold inseriert wird. So, und der Händlerpreis entsprechend 37 Gold mal 1,5. Das heißt, wenn wir das jetzt mal ausrechnen, nehmen wir jetzt 25% des Durchschnittspreises, ja, das sind hier die 1723, ist der Höchstwert. Also Max ist erfüllt, du nimmst hier die 1723, rechnest das mal 0,25, kommst auf 430. Oder
den 1,5-fachen Wenderwert, der liegt bei 55,5, also nimmst du diese 430. Die 430 sind das Ergebnis dieser Minimumformel. Das heißt, unter 430 Gold würde ich das nicht einstellen. Mir muss es an der Stelle erstmal nicht sein, ihr Lieben. Das reicht. Alles andere, das hängt ein bisschen von euch ab. Was wir noch machen, ja, das Interface, die Preise verstehen, Shopping-Operationen, Einkaufsoperationen, Gruppenerstellung über mehrere Tools. Ja, man kann dieses Vogue noch einbauen, man kann das Web-Applikationstool, was der eine Entwickler gebastelt hatte, was ich schon mal vorgestellt habe, das kann man alles miteinander in eurem TSM-Account vernetzen. Wir können uns über die Sniper-Formel unterhalten und welche Variationen es da unter anderem gibt. Ja, es gibt Wende-Operationen. Wie geht man an High-End-Segmente ran? Das ist schon alles too much, ja? Für absolute Anfänger, nur um zu verstehen, was ist denn da eigentlich eingegeben, die Botschaft, das ist durchaus ein sicheres Fallnetz. Ihr könntet aber auch sagen, 25% des jeweils maximalen Durchschnittspreises hier aus diesen Varianten, oh, ist mir zu wenig. Könnt ihr das natürlich anpassen und sagen, ihr macht 35% oder 40 oder 50. Macht das, wie ihr das für richtig haltet. Das ist euer System. Das ist eure Systematik. Das ist euer Frontend, um Gold zu verdienen in der World of Warcraft. Orientiert euch nicht an anderen. Wagt euch da langsam ran. Wir können uns nach und nach gemeinsam entwickeln. Nur zum Verständnis, was diese Default-Operation soll. Denn wenn ich jetzt neue Operationen mache, werden die automatisch mit den Werten befüllt. Jetzt haben wir über Kartons besprochen. So, und ich sage jetzt, den Karton habe ich jetzt sparen. Da soll jetzt aber Folgendes mit passieren. Also bitte folgendes Etikett. Und zwar hätte ich bitte einmal, dass ich Barren als 10er einstelle. Und zwar 12 Stunden, maximal 2 Stück, 2 10er Stapel. Und das hier lasse ich alles so. 100% ein Kupfer, könnt ihr anpassen, wie ihr Bock habt, lasse ich alles so. Auch diese ganzen Geschichten können wir in Ruhe drauf eingehen. Dann sage ich aber auch, ich möchte auch 20er Barren haben. Ein bisschen möchte ich das ja organisieren, ne? So. Also hier nochmal an der Stelle, hier sage ich aber nur ein 20er Barren, reicht mir erstmal. Du wirst doch dich hier nicht weigern. So, 20, zack, einmal abschicken. Könnte ich jetzt auch so lassen. Ja, ihr seht, das sind immer die übernommenen Operationen. Huch. Und hier kommen wir nochmal drauf zurück. Übrigens, wenn über Höchstpreis, dann hier zum Normalpreis einstellen. Das ist dann nämlich der Gag. So. Ja, das heißt, da ist einer so nach oben geschossen. Und dann könnte ich aber sagen, aha, wenn einer also für 35.000 Gold das reinsetzt, dann stelle ich das zum Maximalpreis rein. So, nein, Moment, das ist außerhalb meines Preiskorridors. Er nimmt jetzt den Normalpreis und der ist dann aber unter dem Höchstpreis. Wisst ihr, was ich meine? Und da könnte man überlegen, das hier anzupassen. Das lassen wir jetzt einfach so, können wir beim nächsten Mal machen. Wäre alles schon zu viel, finde ich, ja? Wir wollen ja einmal den schnellen Einstieg. Dann sage ich, ich möchte einmal 50er Leder. 12 Stunden, 51er Stapel, abschicken, fertig. War das hier alles richtig? 1,20, 1,10, 12 Stunden, 12 Stunden, 12 Stunden, okay. Dann möchte ich aber auch, oh, komm hier, ne? Ich meine, die Einstellgebühren sind irgendwie gaga. Leder 10er. Und zwar nur eine. Über 10. Ich kriege jetzt nochmal hier das Abschicken. Rest lasse ich auch wieder so. Erze lassen wir mal so, das zeige ich euch dann nämlich nicht. Also die ordne ich jetzt mal nicht zu. Erze bleiben in der Standardoperation an der Stelle. Gar kein Thema. Für Barren und Leder habe ich mir aber jetzt Etiketten, ja, 4 Etiketten ausgedruckt, knall die auf die Kartons und sag, bitte, das soll damit passieren. Und das Aufkleben dieser Etiketten, ihr Lieben, wir gehen hier auf Barren 10er und ich sage, das wendest du bitte an auf die Gruppe Classic Barren. Barren 20er, das wendest du bitte an auf die Gruppe Classic Barren. Leder 10er, bitte auf die Gruppe Classic Leder. Leder 50, bitte auf die Gruppe Classic Leder. Und schon seht ihr hier unten, sind die Sachen zugeordnet. Default bleibt sogar so. So und so habe ich jetzt schon zwei Funktionen eingebaut an dieser Stelle und kann jetzt einfach mal gucken, dass ich jetzt die Barren zuordne, nämlich einmal die Kupferbarren, kommen natürlich dann hier in die Barrengruppe. Erze habe ich hier Kupfererz. Wo bist du? Der Wald und die Bäume lieben Kupfererz. Leder. Nehmen wir jetzt mal mittleres Leder, nehme ich jetzt mal rein. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und Transmog.
klicke ich die Transmog-Sachen an. Hier ganz wichtig, bitte einmal den Haken reinmachen bei Ignore Item Variations. Das heißt nämlich, ihr seht ja, wenn man das rauslässt, hat er hier des Feuersturms und gibt es ja noch des Bären und des Affen. Ihr erinnert euch an die verschiedenen Attribute dahinter. Und damit ihr das nicht für jedes einzelne machen müsst und wiederholen müsst, nehmt ihr einfach immer die Obergruppe dieser Transmog-Geschichten, also der Rüstungsgegenstände und der Waffen. Das heißt, diese Verzauberung, die Attribute werden ausgeklammert. Das heißt, alle Ritualsandalen, die der des größten, kleinsten, wichtigsten, dürfsten, die behandelt er alle analog des Etiketts, was ihr oben drauf geklebt hat. Soweit erstmal. Mehr müssen wir dann auch erstmal gar nicht machen. Das kann man noch viel, viel weiter ausdifferenzieren. Ich finde das für den Einstieg jetzt aber einfach erstmal gaga. Ich möchte euch ja nur zeigen, dass man sich relativ schnell an dieser Stelle organisieren kann, ihr Lieben. So. Haben wir die zugeordnet? Haben wir. Und Transmog. Wunderbar. So, ihr seht hier, ne? Hier kriegt ihr auch nochmal die Bestätigung. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss. Und jetzt sage ich bitte, jetzt nehme ich die Basisgruppe mal raus. Klicke nur Classic an und Transmog. Das sind die, die wir jetzt manuell definiert haben. Ich starte jetzt den Einstellungsscan. Und ihr seht jetzt, wie die Logik funktioniert an der Stelle. Er stellt mich hier schon da bei mittleren Ledern. Erkennt er, Moment, Andreas, ein 50er und 10er hast du gar nicht. Kann ich also gar nichts machen. Das heißt, ihr bekommt an der Stelle auch sofort das Feedback. Er nimmt hier Baren 10er, Baren 20er, Leder 10er, Leder 50er, Kupfererz. Ist in der Default-Gruppe. Wunderbar, weil ich nämlich da keine Operation hinterlegt habe. Und entsprechend bei dem Transmog genauso wenig. So, was man jetzt mal machen könnte, um einmal noch auf die Operation zurückzukommen, könnte ich jetzt sagen, bei meinen Barren, bei den 10er-Barren, bin ich der Meinung, diese Formel interessiert mich irgendwie relativ wenig. Ich gucke mal ganz kurz auf Kupfer. Da sehen wir mal regionaler Verkaufspreis 4,38. Historischer Preis 6,93, 4,88. Ihr könnt jetzt auch einfach sagen, wisst ihr was, also wenn ich mich schon bücke, ja, ich gehe Kupfer farmen, ich bücke mich nur für mindestens 3 Gold. Dann sagt ihr hier beim Mindestpreis bei den 10er Barren, mit mindestens 3 Gold werden die reingestellt. Ihr könnt ja also auch mit festen Werten arbeiten. Das kann man auch wesentlich komplexer ausbauen. Ne? Ich sagte, ich habe hier schon einmal skizziert, hier unten. Es gibt 20 verschiedene Preisquellen. Man kann sich hier richtig austoben. Ihr könnt hier mit total festen Goldwerten arbeiten, wenn ihr sagt, ich erstelle mir eine Gruppe für Leder, die gehen für 10 bis 20 Gold weg. Der Korridor reicht mir, dafür farme ich das. Blumen, Fische, was auch immer, kann man sich beliebig austoben. Nur für den Einstieg soll das reichen. Hier sage ich wirklich 3 Gold, das nimmt er hier. Bei den 20ern lasse ich jetzt hier die Gruppe. Das heißt, da lasse ich den Markt entscheiden und die dynamische Marktbewegung, was sich da tut. Aber die 10er Barren, die möchte ich jetzt auf jeden Fall gesetzt haben. Bei mindestens 3 Gold darunter werde ich nicht unterbieten. Könnt ihr auch machen. Ne? Man könnte das Ganze jetzt auch noch ranhängen. Ne? 0,3 Gold, dass man das als Minimumwert definiert. Das machen wir beim nächsten Mal. Es ist nur ein Beispiel. Ihr könnt euch hier austoben und wir können in Ruhe durchgehen. Was steckt eigentlich dann dahinter? So. Und das Ganze machen wir jetzt mal. Ich nehme jetzt nochmal die Basisgruppe hinzu. Starte den Einstellungsscan. Und jetzt geht da nämlich alles durch. Und ihr könnt jetzt manuell entscheiden, ja, man kann auch mit dem Maus-Makros, habe ich jetzt übersprungen, könnt ihr überlegen, ob ihr das mit Makro macht. Ich habe immer noch ein bisschen die Qualitätssicherung. Ich gucke also, je nachdem, was ich hier tut, und sage hier, einstellen passt, ich gucke mir die Preise nochmal an. Ich habe 2 Deviatsu-Prämien, ne, hatte ich hier reingestellt. Kirschner Messer, das kann man machen, ja? Ich kann jetzt hier mein Kirschermesser ernsthaft für 2377 Gold einstellen. Wird keiner kaufen, aber nichtsdestotrotz, ne? Das ist die Operation. Und ihr seht, wir kommen auf 2377 Gold. Das ist nämlich genau dieser Gag, bei dem ich sage, ja, ein bisschen aufpassen. Total inflationiert. Wird regional für 260 Gold EU-weit gelistet. Hier hat es einen Marktwert auf dem Server für 589. Der historische Preis sind 138. Ist natürlich ein bisschen gaga. Aber ihr seht, der Normalpreis ist durch diesen Berechnungskoeffizienten, diese Multiplikation, kommt er auf 2377. Aber machen wir das doch. Ich kann einfach mal alles einstellen. Ja, ihr seht hier, das sind hier die Standardoperationen, haben 24 Stunden, maximal 5 von einem. Leichtes Leder, sehr richtig. Habe ich gesagt, 12 Stunden. Ein Stapel A10, 2 Stapel A50, habe ich ihm gesagt. Wunderbar.
Kleine rangfüßige Muschel habe ich 4 Stück. Maximal 5 würde einstellen. Und ihr seht, ja, es ist zum Teil kompliziert. Es ist aber auch keine Rocket Science, wie man sagt, keine Raketenwissenschaft. Und so kann man schon relativ schnell mit ein paar Mausklicks, ja, und mit sehr teuren Auktionsgebühren, danke Blizzard, für die kleinen Klassikgeschichten, loslegen mit dem Trade Skill Master, Leute. So, jetzt kommen wir nochmal zum Transmog. Es gibt keine anderen Anbieter, das heißt, er stellt hier zum Normalpreis, ne, mit sehr pornösen 4000 Gold paar zerquetschten bis zu 5000. Aber klar, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, hier könnte ich jetzt sagen, Mensch, bei Klassik-Sachen, hier nehme ich einen Maximalpreis. Ich orientiere mich gar nicht an den Werten. Ich finde, seriös sind 1999 Gold. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das war mein Einstieg. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Ich bin nur unter einer halben Stunde geblieben. Ich freue mich an der Stelle. Wird hier alles mal, achso, einmal neu laden, wird alles eingestellt. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Wir stellen jetzt fest, aha, die Ritualsandalen, wieso hat er die nicht, wieso hat er die nicht eingestellt? Zum Tauschen? Aber es muss mindestens, das ist das Gute, jetzt sage ich, bitte einmal nochmal die Transmog-Gruppe durchscannen. Dann kann man die anderen weglassen. Also ihr könnt auch bei den Scans gerade zu Primetime sagen, bitte nicht alles durchscannen. Unterbiete Wettbewerber oder fehlt mir das Auktionsgold dafür? Nee, hat geklappt, ne? Also manchmal kann TSM zicken. Nicht wundern, das liegt dann an euch. Ihr seht aber, meine Taschen sind leer. Und ich habe hier meine Auktionen gelistet. Wunderbar. Entsprechend hier mit den Gruppen und alles andere sind die Standardoperationen. Und hier haben wir da sogar 48 Stunden Carajo Dolores. Das liegt aber an dieser komischen WoW-Anzeige. Da springt er dann gleich auch mal 24 Stunden. So, das liegt ein bisschen daran. Ja, denn die Standardoperationen sind 24 und nicht 48 Stunden. Das liegt, das ist also eine World of Warcraft. Viel Information an der Stelle. So läuft die Zählung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Fängt dann nochmal an mit sehr langen Auktionshausdauer. Und daraus liest der, aha, sehr lang ist dann die 48 Stunden. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Also im Prinzip kann man, wir nehmen jetzt mal, wenn man die ganzen ein bisschen Vorrede und Erklärung weglässt und so weiter, könnte in einer Viertelstunde direkt dazu kommen, schon kurz und knapp, ja, das war das Ziel, die ersten Gruppen, die ersten Operationen erstellen und 2 Operationen auf eine Gruppe haben wir an der Stelle gemacht, ne, bei den Barren, hier habt ihr gesehen, Gruppen, Barren an der Stelle, Gruppenoperation, sieht man hier, ha, Barren 10er, Barren 20er. Wenn ihr dann mal irgendwann die ganzen Sachen nicht loswerdet und habt so viel Barren und Erze, könntet ihr zwischendurch sagen, die stelle ich jetzt nur noch als 100er und 200 Stacks ein, 48 Stunden, ja, dann klickt ihr die einfach weg und zieht euch die Operation, die ihr dafür erstellt habt, und die könnt ihr natürlich auch entsprechend hier nochmal dann so strukturieren. Das können wir aber alles in Ruhe nochmal machen, wenn die Zeit dann gekommen ist. Bitte gebt mir Feedback. Ist das für euch als Einsteiger, Anfänger, für alle diejenigen, die jetzt TSM 4 noch nicht kannten, interessant? Diejenigen, die es kannten, werden sagen, lass mal stecken. Ist gaga, melde ich irgendwie bei Kapitel 3 und 4 wieder. Aber die Zielgruppe waren ja jetzt wirklich diejenigen, die vielleicht ein bisschen, ja, Argwohn hatten und ein bisschen auch vorsichtig dem gegenüber standen und die fanden, TSM ist too much. Der größte Segen von TSM ist Automatismus, das ist die riesige Stärke. Die größte Schwäche von TSM ist der Automatismus, das ist die große Schwäche. Sie steht und fällt nämlich mit euren Entscheidungen, die ihr vorher getroffen habt. Ja, und wie ihr euch organisiert habt, ja. Das Tool ist also nicht stärker oder schwächer als ihr selbst. Und die Operation sollte man sich nach und nach vornehmen. Ja, und sein eigenes, ja, soll man sagen, seine eigene Struktur, seinen eigenen Weg finden, Leute. Also euer Weg Gold zu machen. Man kann sich orientieren an anderen, wenn man sich sicher fühlt und will sich die ganzen Sharer-Gruppen und Operationen aussuchen, klar, aber die TSM-Profis basteln die sowieso alle nochmal individuell um. Das ist dann aber für ganz weit hinten raus. Mich interessiert wirklich sehr, ob auf Basis dessen die ersten von euch jetzt sagen können, super konkret, ich habe das mit den Gruppen verstanden, ich habe das mit der Operation verstanden, ich habe die Zuordnung verstanden. Und traut ihr euch zu, vielleicht selber zu sagen, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich nehme jetzt mal so Cutter-Gruppen. Ja, vielleicht mache ich mir so eine Crafting-Gruppe. Ich stelle mir immer 4, 5, 6, 7, 8 Sachen aus Thorium her beispielsweise. Ihr könnt euch hier austoben. Ja, sky is the limit. Ihr könnt hier Gruppen ohne Ende und hier Unterstrukturen basteln, wie ihr Bock habt, Leute. Das soll euch dienen und euch weiterhelfen. Ich freue mich auf eure Resonanz. Und würde sagen, dann bis später. Dann bis später, ja. Besucht uns in unserer schönen, coolen Discord-Community. Obligatorisch nochmal der Hinweis.
seid dabei oder seid ein faules Ei. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr hoffentlich wiederkommt, ihr Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich bin gespannt auf euer Feedback, ihr Lieben. Bis dann und tschüss.